Alarm! Thomas! Der Thomas! Alarm! Hallo Thomas! Wir sind jetzt gleich an dem... Nein, nicht gleich, wir sind ja gerade da. Wir sind gerade da. Wir sind ordentlich gepumpt. Seid ihr bereit? Bereit? Ja, los, anpacken! Jetzt. Schufte! Schufte! Nichts nur umstehen, Schufte! Andreas, geht das auch ein bisschen schneller? Reicht, Olaf, nicht, dass uns das Ding um die Ohren fliegt. Gut! Einmal Wind für die Kamera. Mach ja, Jeppi, alles startklar. Moment, das ist Thomas' Unterbodenverknatterung. Ja, ich bin da sehr empfindlich. Naja, ist schon ein bisschen los, ja. Cool, hey, hör mal. Das geht weiter, es geht weiter. Oh, wei, es geht weiter. Jetzt wird's ernst. Wenn ihr Stress habt, müsst ihr einfach mehr Alkohol trinken. Tut es genießen. Endlich geschafft. Das Boot ist aufgeblasen. Wir sind jetzt am Wasser, können einwassern. Los geht's. Das ist geil. Schon, ja. Respekt. Warte. Soll ich warten? Ein bisschen, ja. Hier, links. Links das Watt. Das ist das für Warmdüscher. Nein, Alter. Im Ganzen ist die Aare ein recht ruhiger Fluss. Mit einer Ausnahme. Und das ist die Uttingenwelle, etwa 5 Kilometer von Thun. Hier haben wir eine Stromschnelle unterhalb der Eisenbahnbrücke. Wenn man es etwas ruhiger angehen möchte, hält man sich auf der rechten Seite des Flusses. Ich hatte mich lieber entschieden, mitten in die Stromschnelle reinzusteuern, auch wenn das von der Besatzung mit etwas Unbehagen zur Kenntnis genommen wurde. In die Stromschwelle direkt rein? Okay. Na dann. Jetzt muss man präzise sein. Ja? Okay. Noch ein bisschen noch. Stopp, aufhören. Aufhören? Ein bisschen paddeln noch, paddeln. Tanz! Yeah. Super! Perfekt! Wir haben es ins Schwarze getroffen. Das Wetter war spektakulär. Sonnenschein kann jeder haben. Wir hatten von allem etwas dabei. Kurz nachdem wir durch die Uttingenwelle gefahren sind, zog der Himmel zu und es bildeten sich schwarze Wolken. Direkt gefolgt von einem Wolkenbruch, den ich so noch nicht erlebt hatte. Ihr seht das von unten und von oben. Den ist auch nass, genau. Der ist noch an Bord. Doch pünktlich zur Grillpause auf halber Strecke klarte das Wetter wieder auf. Die dunklen Wolken verschwanden, die Sonne kam raus und wir hatten wieder strahlend warmes Sommerwetter. Olaf, wink doch mal! Das macht's! Das ist echt cool. Ist gut, oder? Ja, ist schön. Jetzt müssen wir noch einen Roland wiederfinden. Andreas? Ja? Let's go!
der Roland braucht noch ein bisschen. Jetzt kommt der Salzhering. Ja. Oder der Rollmops. Der Rollmops? Ja. Ah. Und? Gelbig. Ja. Sehr gelbig. Ah. Lass die Sonne in dein Herz. Fang die Sehnsucht. Killer Plauze. Was macht die Aare schon? Sie sterben für Social Media. Wenn ihr Stress habt, müsst ihr einfach mehr Alkohol trinken. Bin schon dabei. Killer Plauze. Ordentlich gepumpt. Hallo Thomas. Der Baum hat gehornt. Ach so. Hey, baby. Ach so. Habt ihr gut gemacht. Was macht die Aare schon? Hallo Thomas. Der andere Scheißbaum hat gehornt. Ach so. Und wenn ihr wissen wollt, wo die Bären sind, dann schaut einfach, wo eine Menschentraube ist, die sich irgendwie wohin guckenderweise versammelt. Da ist dann meistens einer. Das heißt. Ich sehe jetzt hier keinen. Ja, eben. Und Thomas, was lernen wir da draus? Hier ist kein Bär. Genau, richtig. Guck mal auf die andere Seite. Stress da mal voll ab. Was gibt's da, Roland? Einmal winken in die Kamera. Es wird gepumpt. Ach so. Bin schon dabei. Lass die Sonne in dein Herz.